Singleston ist Überraschung. Wir versuchen uns selbst und das Publikum zu überraschen, indem wir Programme zusammenbauen, die man vielleicht so nicht in einem Festival erwarten würde. So wie hier jetzt gerade in der Schwimmhalle. Ich glaube nicht, dass viele Leute schon oft in einer Schwimmhalle in die Oper gegangen sind. Das Festival richtet sich wirklich an alle. Es ist einerseits ein Festival von Musikern für Musiker, aber absolut auch für den allgemein interessierten Musikhörer. Und vor allem die gerne Musik hören, wo sie vielleicht vorher nicht schon genau wissen, wie das Konzert ablaufen wird. Wir wollen mit Singleston versuchen, einen Beitrag zu leisten zu der Darstellung des gesamten Spektrums, was elektroakustische Musik sein kann. Das verbindende Element für alle Konzerte ist der Anteil von elektroakustischen Klängen. Das heißt also, dass aus Strom Klang entsteht. Das ist das verbindende Motto des Festivals. Und dass wir die klassischen Instrumente der elektronischen oder elektroakustischen, also elektrischer Musik, featuren. Das ist also jedes Jahr ein unterschiedliches Instrument. Wir hatten im ersten Jahr hatten wir Theremin, im zweiten Jahr hatten wir Player Piano und dieses Jahr haben wir Onze Martenot. Also alles sind so Klassiker der elektroakustischen Musik. Wenn der Nachbar bohrt, stört es halt. Und wenn der Laubsauger morgens um 6 kommt, stört es halt auch. Aber wenn diese Sachen ganz gezielt eingesetzt werden und eben auch nicht nur in diesem einen Geräusch, was sie normalerweise machen, sondern gedimmt und getuned und verändert und verarbeitet und damit gespielt, wenn die wirklich gespielt werden, dann wird es wirklich zur Musik. Und dann ist es plötzlich so ein Effekt, wow,
wie geht das, dass man eigentlich mit so einem sperrigen Ding sowas machen kann? Wir versuchen immer mit den Workshops auch Leute zu interessieren, die selber ausübend sind, also auch im Hobbybereich, absolut, oder die einfach Lust haben, einmal etwas zu versuchen. Und da hatten wir die Möglichkeit, den Teilnehmern wirklich ganz viel Geräte direkt zu zeigen und auch eben auch über so einen Zeitraum, wo sie austüfteln können. Also was macht der Bohrer wirklich, wie viel Strom muss ich ihm geben, damit er das macht. Also nicht nur laut und jetzt ist er richtig laut und jetzt ist er leise, sondern diese ganzen Zwischenstufen konnten die Leute ausprobieren. Verbindung zwischen Musik und dem Raum, in dem sie erklingt. Und insofern interessiert uns das, sehr verschiedene Räume zu bespielen, weil die Räume natürlich, die Architektur, die Oberflächenmaterialien, die Form und der Charakter und vielleicht auch die ursprüngliche Funktion des Raumes, die Musik jeweils anders kontextualisiert. Und dadurch haben wir eben eine sehr große Vielzahl von verschiedenen Räumen, die wir für musikalische Zwecke erschließen. Und gerade wenn man mit Mehrkanalstücken arbeitet, wie das in unserem Festival ein festes Thema ist, dann muss man schon in bestimmte Räume ausweichen, um das auch entsprechend zu inszenieren, also akustisch zu inszenieren. When you're in the audience, it's quite amazing because you hear all the different pieces coming through. You hear the electric bells, you hear the sirens, you hear the propellers, you hear the mechanical pianos, and then you hear the real piano in the center. And you also have the visual thing, you get to see that person playing. And it's really man versus machine. Freuen, wenn die Menschen Spaß haben an dem, was sie erleben und entdecken. Was jeder nach Hause nimmt, das müssen wir dem Hörer und der Hörerin und den Kindern überlassen. I don't think anyone's gonna think da 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 da. It's not that kind of thing that you take home. But what you do take home from this is this incredible onslaught of the machinery and also this vision that people had at the time. Und vielleicht in ihrem persönlichen Umfeld zu Hause dann auch mal hören, wie das Leben und die Welt auch von Musik angefüllt ist. Und ich denke, dass man durch offenes Hinhören sich auch akustisch neue Welten erschließen kann und die vielleicht auch in den Alltag dann mitnimmt.